ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat sich mit klaren Worten zum Fall des Tagesschausprechers Konstantin Schreiber geäußert. Der hatte sich nach massiven Anfeindungen auferlegt, nicht mehr öffentlich über den Islam zu sprechen. Hayali schrieb auf Instagram an ihre mehr als 250.000 Follower, Zitat, wenn wir andere Meinungen bewerfen, bespucken oder schlimmer, was bleibt dann doch? Es gehe nur noch um Feindbilder auf allen Seiten, so Hayali. Zitat, das führt zu nichts außer Zerstörung. Diese betreffe sowohl die politische Kultur als auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hayali fragte, Zitat, wo sind die Brückenbauerinnen, die Mutmacher, die Streitbaren im besten Sinne? Auch Hayali, bekannt aus dem Morgenmagazin und dem aktuellen Sportstudio, hatte in der Vergangenheit immer wieder harte Kritik, Beleidigungen und auch Drohungen aushalten müssen.